Ciao, ihr wunderschönen Menschen, und willkommen zu Hearthstone. Ist das eklig, das Geräusch? Ich höre das zweimal, wie geil. Ach, ich habe den Stream noch auf mich, Depp. So. Wunderbar, viel Spaß. Ich habe gerade alle Flügel gekauft, weil ich die einfach haben wollte. Mein Gott. Free-to-play-Game, kann man schon mal was zahlen, ne? Und ich dachte, ich habe jetzt echt Zugang auf alles sofort, aber das ist ja erst ab Woche 3 offen. Was für eine Scheiße. Na egal. Starten wir mal. Jetzt glaube ich, 3 oder 4 Bosse soll es geben. Ah, das Seuchenviertel. Oh, herrlich. Herrlich. Oh, der Seuchenfürst. Ah, war der toll damals. Mensch. Super geil. So, weil das ist schon eine coole Sache, finde ich. Also das ist okay, dass man da was zahlen muss, wenn man es sofort haben will. Und die 700 Goldmünzen, die sind schon... Die sind schon echt übel, hey. Natürlich spiele ich mit dem Jäger. Den finde ich übelst geil gerade. Ja, okay. Ah. Gut, dass ich schon mal nichts machen kann. Was für ein schönes Spiel. Was macht ihr? Sammelt ihr wirklich 700 fucking Goldmünzen und kauft ihr dann jeden einzelnen Flügel für 700, was übelst viel ist und ist damals schon. Und man wird mit dem hohen Preis wahrscheinlich sozusagen dazu gebracht, dass man das kauft. Zauberschaden plus 1, ich weiß jetzt nicht, was der Typ, was macht er da? Wenn ein Feind stirbt, ein Skelett. Oh! Wie unschön! Aber sowas von unschön. Naja, so ist es. Cool. Ich merke, dass die Wildtiere, die von denen beschworen werden, die sind irgendwie nicht in meinem Deck drin. Das ist ganz cool. Okay, bekommt eine Karte. Oh, natürlich macht er das genau so. Ah, das ist echt eine coole Fähigkeit, ey. Sau coole Scheiße, der Typ hat's drauf, ey. Habe ich da irgendwas Cooles? Ah, wie schade. Nee, das hilft mir ja gar nichts, wenn jetzt der Typ da angreift. Weil wenn meine Schlange das Skelett angreift, stirbt meine Schlange und er bekommt sofort ein neues Skelett. Was echt übelst krass ist. Wahrscheinlich werden die anderen Flügel noch nicht freigeschalten, weil sie vielleicht noch nicht fertig sind oder noch, keine Ahnung, irgendwas brauchen. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Oh, der ist halt schon geil, hey. Oh, da kann man schon schöne Sachen machen. Was hat er jetzt? Was? Hat der einfach gerade aus seinem fucking Deck ein Geheimnis rausgeswitcht oder was? Was für ein Saftsack, ey. Naja, ist ja egal. Oh, er bekommt ja sofort einen neuen. Wie dumm, ey. Fuck that. Alter. Oh, das habe ich jetzt echt dumm gemacht. Ah! Fail. Ach, die geht nur einmal? Okay, wenigstens was. Na, Terrorwolf Alpha ist schon, den würde ich mir schon gerne aufheben, muss ich sagen. Dafür... Alter. Also, der hat's drauf, ey. Cheat. Der ist echt nicht schön, der Typ. Ah, ich könnte 3 machen. Ich hätte gern die Hyäne. Legt euch nicht mit Zorn an. Klingeneber.
Ah, ich kann ihn überall hinlegen, wie cool. Das ist also ziemlich beschissen, muss ich sagen, dass der Typ echt ein Skelett pro Runde bekommt. Der ist auch uncool. Oh, ein zweites Geheimnis, wie schön. Okay. Ist das krass? Ist das krass? Wenn ein Diener. Oh, das ist sogar egal, auf welcher Seite der stirbt. Sheet. 1, 2, 3, 4, 5. Da hätte ich halt jetzt eine andere Karte gebraucht, ne? Ich lass die Runde. Mach das mal, ja. Spüre meinen Stahl. Nee, das hilft mir gar nichts. Scheiße, ist das krass. Der Typ hat's echt drauf. Und ich wollte das Ganze, ich wollte ganz Nax Ramas jetzt eigentlich machen, ganz schnell durch. Ich habe hier 4 Schaden, die sind ein bisschen unnötig. Ich könnte ja den angreifen. Dann bekommt er einen. Ach nee, anscheinend. Oh, fuck. Anscheinend kann der Typ machen, was er will. Und das hilft mir gar nichts. Ich bin so dumm. Ah. Mann. So ein Scheiße. Oh, wie oft hat der denn diese beschissene Karte? Ach so, Kopien von der Karte, ja. Oh, krass. Der Typ, ey. Hat's der drauf? Ich will die Fähigkeit auch. Was ist jetzt gerade passiert? Das habe ich nicht verstanden, ne? Ja, mir fehlen halt ein paar Buff-Karten, ne? Ah, fuck you. Kontert ihn. Ja, konter halt meinen Scheiß. Was habe ich eigentlich gerade gemacht? Plus eins, plus eins. Naja, mal schauen. Wenn ich Fehler mache, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe. Hi, Tarsel. Hi, Prime Hunter. Hi, Gonnerslabt. Du musst nur 17 Tage die Quests machen und dann kannst du es dir kaufen. Ja. Da bin ich einfach übelst zu faul dafür. Deswegen mache ich das nicht. Da zahle ich halt 17 Euro und dann habe ich den ganzen Scheißdreck, mein Gott. Also. Fuck. Der Typ, ey. Da will ich mal nicht so sein. Wenn das Spiel Hearthstone irgendwie 30 Euro kosten wird, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Aber ich denke, so ist das jetzt nicht so ein Problem. Und ich habe da, ich kaufe mir lieber für die Goldmünzen, kaufe ich mir lieber Scheißkarten, hey. Yeah, Ansturm. Hui. Ich glaube, ich bin in der nächsten Runde ziemlich tot. Ja. Das habe ich aber echt nicht gut gemacht, muss ich sagen. Schön. Verkackt. Nochmal. Was für eine Arschloch, ey. Ich werde doch mal den ersten Typen schaffen, ey. Ich habe gerade auf Heroisch den Anu Brekan geschafft. Ich gehe gleich kotzen, ey, der Typ. Und ich warte doch nicht 17 Tage, bis ich das machen kann. Das ist mir viel zu doof. Gut, die Karten sind schon besser. Ich mag die Hyäne. Na super. Ganz toll. Platz. Achso. Wollt nicht sitzen. Bringt eure Toten. Ja. Ja. Au, oh, wegen Todesröcheln, du Arschloch. Au, oh, krass. Puh.
Der Typ ist echt nicht leiste. Wo hat denn er die ganzen fucking Geheimnisse her, ey? Dieser Betrüger. Ups. Hab ich 2-2? Hätte ich sogar. Hilft mir aber nicht viel. Es könnte diesmal einen richtigen treffen. Nein! Warum auch? Alter! Na gut, das ist mir egal. Fuck you. Da habe ich halt echt die Arschkarte gezogen hier. Mit dem Sack. Ich hätte übelst gerne eine Sportkarte. Oh nein. Oh nein, ich muss doch erst den Typen fertig machen. Was für eine Scheiße. Oh, mal wieder nicht nachgedacht. Alter, der Typ macht mich fertig. Und noch ein totes Rächeln. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Der Typ. Hilft mir, glaube ich, überhaupt nichts. Ah doch, hat mir geholfen. Hehe, Geheimnis. Ich hoffe, der greift nicht mal eine schöne Hyäne an. Naja. Ah, na gut. Komm, ich passe in 2 drauf. Tretet bei oder sterbt. Oh. Der Typ macht mich übelst kalt, hey. Ich könnte jetzt die alle ins Messer laufen lassen und den Typen so eine reinzünden, ne? Habe ich aber trotzdem ein Problem, weil der Typ hat 8. Oh nein, kann ich das schaffen? Weiß ich gar nicht. Ah, der hat 3 Angriffspunkte. Nee, glaube ich, das schaffe ich glaube ich nicht. Ein Angriffspunkt, so. Nochmal 2 Leben. Noch was Gefährliches hier. Der Typ schaut gefährlich aus. Alter, jetzt gebe ich's ihm aber richtig, ey. Oh, das wird ein fetter Angriff. Das wird so ein fetter Angriff. Und er kann keine Karte spielen, weil nur seine hässlichen Skelette draußen liegen. Alter, 22. Imba-Hyäne. Fuck you. Fuck you, Mann. Du kannst mich mal am Arsch kratzen. Ja, greif mich doch an. Ist mir doch egal. Du hast verloren, du Bitch. Alter, ist der krass drauf. Kein Geheimnis. Ja, wunderbar. So, du Bitch. Ach, was? Was? Natürlich bekommt der... Ach komm, natürlich hat der jetzt Immunität. Der Sack. Der ist echt hart. Nein! Was für ein Arschloch, ey. Boah, ist das ein Kampf. Das ist ein Arschgesicht. Trotzdem ist er nächste Runde fällig. Wer der jetzt nicht übel eine geile Karte hat. Ach, legt ein Geheimnis aus eurem Deck. Ah, jetzt weiß ich, warum der immer so viele Geheimnisse hat. Der Sack. Ich will den einfach fertig machen. Das ist echt nicht mehr lustig. Na endlich! Wow! Das war nicht so leicht. Er wollte da nur helfen, wo Not am Mann war. Wo Not am Mann war.
Saulustig, ey. Saulustig. So. Heigan! Er verspricht euch zu schonen, wenn ihr gegen ihn keine Karten ausspielt. Ja, natürlich. Was machen wir denn da? Hab ich schon Dings da in meinem Deck drin? Mal des Jägers? Oder habe ich das nicht drin? Hätte ich eigentlich schon gern drin. Oh, ich würde noch fast auch noch reintun. Scheiße. Und, ach ja, habe ich auch noch nicht drin. Dann scheiß doch auf den Schildträger. Ja, passt erstmal. So. So, was kann der? Feindlichen Diener, der ganz links befindet. Ach, wie geil. Heigan war auch cool zu bekämpfen damals in Naxxramas. Da musste man immer so schön rumrennen. Rexha gegen Heigan den Unreinen. Chef. Ihr denkt, ihr seid in Sicherheit. No, ziemlich ne. Beginnen. Weg mit der Scheiße. Ja, viel besser. Ja, ein bisschen. Ah, warum bekomme ich eine Karte? Okay. Nice. Ja, trotzdem. Ah, der wird mir jetzt zwei Schaden machen wahrscheinlich. Der kostet nur eine Mana. Wow. Ja. Was für ein Scheißdreck. Was für ein Scheiß, ey. Ich hoffe, der ist leichter. Zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Das ist doch gut, Mensch. Ich hab ein Wildtier, also ist der weg. Fängt schon mal besser an. Ach nö. Tut's überhaupt nicht. Was für ein Arschloch, ey. Oder was für ein Sack das ist. So. Mal ein bisschen schneller hier anfangen. Oh. Aus eurer Hand. Hat da keiner anscheinend. Keinen Dämon. Nö, du hast überhaupt nichts in der Hand. Du Bitch. Oh, Todesröcheln, wie schlau von mir. Ah, nice, der Affe. Ah. Hä? Na und? Ist mir doch egal. Drei Schaden, das trifft sich gut. Ja, der sieht schon verträglich aus, der Typ. Oh. Nein, bloß keine Karten ziehen. Oh. Jetzt gibt das mir aber, ey. Jetzt haut er mir aber einen rein. Ich hätte gerne das Nashorn. Ja, okay. Auch nicht verkehrt. Hat er noch 5 Leben? Ach Mensch, ey, kann der nicht mal aufhören jetzt mit dem Scheißdreck? Ja. Ich hab gewonnen, oder? Ne, was? Warte. Todesröcheln, also nur den Typen platt machen. Okay, ich hab gewonnen.
Was für ein Idiot. Aber was für ein Idiot das ist. So. Bitch. Ja, der kennt sich mal gar nicht aus, der Typ. Der ist viel zu einfach, finde ich. Ja, cool, werde ich nicht benutzen, aber trotzdem ganz cool. So. Loatep. Von Loatep begebt, wird euer Fleisch beginnen zu verrotten. Ich würde also eine Nahkampfklasse empfehlen. 3 Schaden, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte halt echt, ich spiele irgendwie jetzt 2 Stunden die ganzen Flügel durch. Aber das hat sich ja jetzt erledigt. 18 € habe ich gezahlt. Cool. Ich muss sagen, bis jetzt, gut, ich weiß nicht, wie weit die anderen 3 Viertel sind, aber es gibt 24 Karten, ne? Heroischen Modus, nochmal ein paar Karten, also passt schon. Wie viel hat der? 75? Alter, du hast halt... Alter. Wie viel hat denn der auf Heroisch dann? Fuck. Hat der irgendeine Fähigkeit? Natürlich kann er das. 75, hey, da muss ich aber ganz schön viel stricken. Ach, die Spore, genau. War das geil. Oh, ich hasse den Typen. Alter, 75 Leben, das kann doch nicht sein. Da werde ich lange dran sitzen, denke ich. Was macht die Spore? Allen feindlichen Dienern. Oh, fuck. Da darf ich aber keinen am Leben haben, hey. Oh nein. Boah, hat's der drauf, Alter. Ist der geil. Also für so innovative Sachen, das finde ich schon cool. Ich wäre wahrscheinlich auch zufrieden gewesen. Ist mir egal, der muss weg. Der muss weg, der Typ. Ich wäre mit dem Viertel auch zu Schaden gewesen, denke ich, wenn der Typ 30 Leben hätte wie normal, aber dass der 75 hat, ist schon ein bisschen imbar. Wie cool. Ich kann den leider nicht angreifen, den Typen, hey. Warte, die Spore macht mir einen feindlichen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Kann ich nicht angreifen, dann wäre ich ja tot. Wäre ich ja echt saudoof, Mensch. Bei der ersten Etage fand Fuck. Ah, cool. Ja, der war jetzt nicht so brutal schwer, der erste, denke ich. Okay. Legt euch nicht mit Zahn an. Ja, Scheißdreck. Das finde ich schon was Besonderes. Dann bin ich immer echt übelst gespannt auf die anderen Endbosse. Von der Naxxramas. Wer bekommt denn da Spott? Ja gut. Sollten sie eigentlich nicht. Dann bekommt doch der Spott. Ziemlich heftig, ey. Okay, die macht mir. Ich dachte, dass die Spore dem Gegner seine Diener verstärkt werden. Das wäre ja ziemlich hart gewesen. Aber so ist es okay. Das ist ja wie in Naxxramas eben wirklich. Ah, oh, zum Glück stirbt er. Alter.
meiner Seite. Hm, cool. Wen habe ich jetzt da weg? Ach scheiße, die sterben alle. Die sterben ja alle. Spüre meinen Stahl. Für den Lichtkönig! Er könnte mal ein paar Sporen holen, hey. Okay. Silbermond wird nicht falsch. Silbermond ist mir wurscht. Hat 6 Lebenspunkte. Ah, gut. So, jetzt ist es schon eher okay mit dem Leben. Ja, gib ihm jetzt. First try? Hm. Okay, der hat Spott. Unschön, unschön. Dann ist auf jeden Fall der hier weg. Ja. Na gut, dann ist es ja egal, was ich jetzt mache. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Na gut, den muss ich halt machen, ne? Erinnert euch an Keltalach. Es hilft mir halt nicht viel. So. Aber ich glaube, er hat gleich verloren, wenn die Karte stirbt hier. Und dann war auch das Viertel schon vorbei. Ein bisschen. Ein kleines bisschen ernüchternd, leider. Das war schnell. Das erste Viertel, da habe ich ewig gedacht, habe ich länger gebraucht. Locker eine Stunde oder eineinhalb. Aber für das Viertel. Oh. Na sowas. Ja, yeah, Noatep. Ah, cool. Ja, der ist schon nicht schlecht für ein 5er Monster. Den könnte man fast überlegen reinzutun. Ah, nein. Cool. Klassenherausforderung für den Jäger. Die kann ich machen. Das ist schon eher was. Natürlich schaffe ich das. Erhaltet eine Jägerkarte. Wie geil. Das ist halt cool. Rexha gegen Lord. Also 12 neue Gegner. Ach geil. Lass die Jagd beginnen. Passt. 12 neue Gegner. Für 17 Euro ist okay, also ich habe noch nicht das andere, den Rest natürlich noch nicht gesehen, aber ich sag mal, das ist okay, der Preis. Alter, wie oft habe ich denn diese Scheißkarte? Hättet ihr genauso gespielt wie ich oder wärt ihr anders vorgegangen, hättet ihr die andere Sachen gespielt? Ich hätte gern irgendeine Verstärkung, so Jägerverstärkung oder so, dass jeder der Wildtiere noch 15 Schaden macht. Das wäre ganz cool. Oder habe ich jetzt wirklich nur die Netzdinger? Alter. Ah, daher bekomme ich die coolen Karten. Okay. Ist klar. Schön. Okay, daher gibt es die coolen Karten. Nice. Das macht doch mal Spaß. Ja, Wutanfall. Hm, müsste ich erst heilen. Okay.
Der kostet nur 3? Wahnsinn, ey. Was macht der? Oh. Cool. Das Ende nach. Nein. Allen feindlichen Dienern, okay. Das ist okay, ja. Ach, warte. Ne, hilft mir gar nichts. Murloc, Kill, Hühnchen. Ah, cool. Ach, du Bitch, ey. Ich dachte nicht, dass der auch mit der Banane das Ding geben kann, hey. Was für ein Sack. Oh, warte, das ist doch super geil für mich. Das ist doch super geil. Ja, Mann. Das finde ich schon okay, was hier gerade abgeht. So kann man ihn halt richtig geil machen. Das ist richtig gut umgesetzt, hey. Wow. Das ist richtig gut umgesetzt, muss ich sagen. Den würde ich gleich nochmal spielen, den Kampf, wenn ich verlieren würde. Weil der echt nicht schlecht ist. Fuck. Verstohlen halt andere Wildtiere. Oh, was machen wir jetzt da? Ich könnte die angreifen. Ach, was soll's. Bam, 17. Noch nicht ganz genug. Ich bräuchte was mit Ansturm, das wäre ganz cool. Oder auch nicht, ich bekomme eh nur... Ach so, ich habe ja die. Na dann, passt ja. Saugeil. Saugeil, wie der kommt. 8,25, hab gewonnen. Hehehehe. Nice! Die kann man schön spielen, hey. Den Mage teste ich auch nochmal gleich aus. Ach, Netzweber, wie cool. Interessant. Jäger habe ich. Den Mage mache ich jetzt mal. Loatep hat standardmäßig 75 Leben. Ja, eigentlich schon. Jetzt teste ich mal die Bitch aus und dann. Ist das neue, der neue Flügel genug angetestet für mich? Dann bin ich echt zufrieden. Also ich muss echt sagen, Hearthstone ist ein geiles Spiel. Das hat Blizzard echt richtig gut gemacht. Das haben sie aber richtig gut gemacht. Das ist ein schönes Spiel, das ist einfach geil. Innovationen sind dabei, wie so geile Sachen, auch wenn es, oder vielleicht gibt es schon, ist mir egal, auf jeden Fall ist das geil. Ah, auf euer Deck. Ah, hätte ich echt gut kombinieren können mit der Karte. Ich habe kein Geheimnis mehr. Ah. Oh. Aegon war auch cooles Rennen. Achso, ich hatte doch eins. Nice. Das ist ja richtig interessant, was hier passiert. Noch nicht. Ach, so viel Geheimnisse habe ich hier, krass. Nicht schlecht. Ein Zauber. Naja, gut. Am Ende des Zuges oder was? Ach, Todesheucheln ist es. Okay. Ich verstehe halt mal wieder überhaupt nichts. Aber überhaupt nichts verstehe ich hier.
Das ist das Gegenzauber. Schön. Die Kopie lohnt sich, finde ich, auch noch nicht. Ich kann aber jetzt schön den Neruba spielen. Dann wird dann 4-4er draus. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Euer Tod wird mir ein Spott. Yay. Wir dürfen nach Rache. Ja gut, hilft nicht wirklich was. Wie viele Geheimnisse kann man wohl haben? Ist mir egal. Ich dachte, diese klassenspezifischen Kämpfe wären einfach bloß irgendwie Kämpfe. Aber das sind ja richtig cool gemachte Kämpfe, hey. Nö, noch nicht. Nee, ich greife mit ihm nicht an. Das wird euch umhauen. Was? Ach so, wollte er machen, hat er aber nicht, Bitch. Hier. Ja gut, schade. Ah, fuck. Hätte ich den doch mal angegriffen. Todesröcheln, wie cool. Das ist ein schönes Deck. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ach, das ist ihr Todesröcheln immer noch. Ich verstehe immer alles noch nicht. Ich brauche ein bisschen länger einfach. Ich komme aus der Leere. Schön, ist das ein Dämon? Nein. Oh, mach das doch nicht. Mensch. Ich komme gerade gedanklich überhaupt nicht mehr mit, was jetzt hier alles abgeht. Alter, was war das denn jetzt? Was sind das für Vorgänge? Der Typ ist eine Bitch, die Blutwichtel. Der. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich würde es Ihnen alle zeigen. Ich gehe. Endlich. Geht's hier mal weiter. Oh. Was kann der nochmal? Wie unfair. Cool. Oh, wie geil. Ich will den hier. Greif mich nicht an, verdammt. Oh, warte. Wenn ein befreundeter Diener stirbt. Ich hoffe, der stirbt. Niemand darf überleben. Die Erdenmutter ist nah. Ruft Bane Blutruf. 4-5. Geil. Ist mir wurscht. Das wird knapp, verdammt. Ich habe 9 Schaden jetzt gerade hier. Ich bräuchte noch 2 Schaden. Spott. Hilft mir, ich höre dich gerade. Ja gut. Mal schauen, ne? Hätte ich... weiß ich nicht. Was jetzt hier schlauer gewesen wäre. Was war jetzt das? Auf die Hand. Vielleicht überlebe ich noch eine Runde. Was ist da passiert? Und fuck. Oder? Nein! Wie beschissen episch ist das, ey. Geil, ich hab gewonnen. Wow, ich verstehe gerade überhaupt nichts. Wow. Yay, du Arschloch. Das war echt geil. Ich mag die Herausforderungen. Der Flügel war cool. Alles ist super toll. Ich habe eine coole Karte bekommen. Schön. Das war doch schon mal interessant. Heroisch gibt's die auch, die Dinger. Solchen Viertel. Oh, ich bin gespannt. Ich will nur mal schauen kurz, wie viel Loatep Leben hat. Ich weiß ja wurscht.
Das war schön. Was ist eure Meinung von dem neuen Flügel in Hearthstone? Würdet ihr alle Flügel für 17 Euro kaufen oder ja, alles mit Goldmünzen bezahlen? Ich habe meinen Taschenrechner aufgemacht. Natürlich entgeht dir was, Bitch. $99, ich werd verrückt. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Na egal, ich verliere mal schnell unter. Ich denke, dass ich den schaffe. Ist ja egal. Das war's. Ist mir doch alles egal, was das ist. Ah, der ist schon fies. Also Loatep ist schon eine fiese Sau. Hat schon was drauf, der Typ. 99 Leben, ich werd verrückt. Gleich ist er down. Puh. Der macht einen echt zu schaffen, der Typ, ey. Was für ein cooler Mensch das ist. Na gut. Das sieht halt schon anders aus jetzt. Wenn man jede Karte mit Sporen verstärkt. Das ist schon cooler. Wirklich interessante Kämpfe. Ich hab verloren. Schön. Ging schnell. Fick dich. Ich werde den nochmal herausfordern ein paar Mal. Und werd Spaß haben mit dem Zeug hier. War geil. Hat mir Spaß gemacht. Was ist eure Meinung von dem Solo-Abenteuer? Ist es denn? Na gut, ein Viertel von 18 Euro wert, also ist es 4 Euro wert? Ich denke schon, ja. Ich würde sagen, ja, ist okay, man bekommt heutzutage für deutlich mehr Geld viel weniger. Bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Video, bis dahin bleibt so schön und tschüss, Mensch.